Willkommen beim Interview des Monats. Vermutlich wissen nur wenige von euch, welchen Einfluss die Daten- und Videoanalyse hier bei Bayern 04 hat. Und deswegen wollen wir jetzt drüber sprechen, bei Auf ein Bit mit Marcel Daum und Simon Lackmann. Schön, dass ihr bei uns seid. Ihr seid ja schon ein eingespieltes Team und arbeitet lange bei Bayern 04 zusammen. Deswegen würde ich euch einfach mal den Ball zuspielen und ihr stellt euch mal gegenseitig vor. Ja, also wir beide kennen uns jetzt schon, glaube ich, mehr als über 10 Jahre. Und ich bin jetzt im 6. Jahr bei Bayer und habe dann damals festgestellt, dass Lucky ja immer noch hier ist. Und jemand mit so viel Erfahrung, den gibt es nicht so oft in der Bundesliga. Und deswegen glaube ich, dass wir einfach alle wirklich dankbar sein können, dass wir so ein tolles Team haben. Und ja, Lucky ist ein großer Teil davon und wir profitieren alle von der Erfahrung, die er hat. Ja, genau, ich kann das nur zurückgeben. Also wir kennen uns. Damals war Marcel bei Eintracht Frankfurt 8 Jahre und ist dann hergekommen, hat natürlich eine Bayern 04 Vergangenheit schon durch seinen Papa natürlich und war lange Zeit vor mir hier schon im Stadion und wir kennen uns von verschiedenen Meetings aus den Stadien natürlich und ich bin einfach froh, dass wir oder der Verein ihn gewinnen konnte für uns. Ja, ist natürlich ein absoluter Gewinn für uns alle gewesen. Sehr gutes Team. Jetzt wollen wir natürlich über eure Arbeit sprechen zwischen DFB-Pokal und Bundesliga-Auftakt jetzt. Wie sieht euer Alltag, eure Arbeitswoche in einer normalen Spielwoche aus? In einer normalen Woche, so wie jetzt. Also wir haben eigentlich immer so, dass wir eine Spielnachbetrachtung machen. Also wir fangen mal am Montag an, ja, so war ja deine Frage. Dass wir eine Spielnachbetrachtung machen. Jeder schaut sich das Spiel in der Regel nochmal an. Wir kommen zusammen, stecken die Köpfe zusammen, analysieren die Dinge, die wir uns im Vorfeld vorgenommen haben, schauen, ob das alles auch so funktioniert hat oder was wir vielleicht ändern müssen zum nächsten Mal. Und beginnen dann aber auch schon, beziehungsweise vor dem letzten Spiel, sind zumindest unsere Aufgabe, dass wir uns schon vorbereiten auf den kommenden Gegner dann und besprechen das auch zeitnah in der Woche. Ergänzend dazu kann man vielleicht noch sagen, dass wir natürlich die ganzen Trainingsbilder damit reinnehmen. Also das Training ist dann oft auch schon abgestimmt auf den Gegner, weil der Trainer sollte natürlich frühzeitig wissen, was erwartet uns am Wochenende. Und dementsprechend wird das dann auch rechtzeitig vorbereitet und abgesprochen und abgestimmt. Wie unterscheidet sich denn dann eure Arbeit im normalen Trainingsbetrieb, wenn wir jetzt vielleicht auf die Vorbereitung nochmal zurückschauen und Pflichtspielbetrieb und wie unterscheiden sich dahingehend auch die Daten, Marcel? Ja, in der Vorbereitung konzentrierst du dich natürlich viel mehr auf deine eigenen Abläufe. Ja? Das heißt, was hat im Training geklappt, was hat nicht geklappt, beispielsweise jetzt in der Vorbereitung haben wir uns viel auf individuelle Themen bei uns konzentriert, das heißt auf Einzelspieler-Themen, auf gruppentaktische Sachen. Wir kodieren oder taggen im Training schon viele Sachen mit, sodass nach Ende des Trainings schon alle Sachen für den Trainer bereit liegen oder wir sprechen uns vorher ab, was ist heute der Fokus. Also das heißt, insgesamt wird sich viel mehr auf die Trainingsarbeit konzentriert. Und na klar, je näher das dann am Ende zum ersten Pflichtspiel geht, jetzt in dem Fall halt vorige Woche Ottensen, irgendwann kommt dann auch der Gegner langsam mit ins Spiel. Ne? Das heißt, wir haben uns schon wirklich intensiv mit Ottensen auseinandergesetzt. Wir haben uns mehrere Spiele von denen angeschaut. Es waren, glaube ich, 3 am Ende in der Summe. Ja, und am Ende ist es eine Art Filterprozess. Also musst du dir vorstellen, beispielsweise als wir damals gegen Rom gespielt haben, dann hast du da 15 Spiele wirklich von Rom komplett durchgearbeitet. Also das heißt jetzt nicht irgendwie, ich gucke mir jetzt nur die Highlights an, sondern ich muss nachher in der Lage sein, zu fast jedem Spiel jede Aktion benennen zu können und das qualitativ. Und so wird das dann halt am Ende dann runtergefiltert. Wenn wir jetzt über Leipzig sprechen, dann hast du die ganze Vorbereitung natürlich auch vom Gegner verfolgt. Und am Ende werden die relevanten Szenen dann natürlich vom Trainer dann ausgesucht, die dann auch nach und nach in der Woche mehr und mehr an die Mannschaft rangehen. Auch hier wieder gruppentaktisch, individualtaktisch. Und so wird das am Ende immer spezifischer, sodass wir dann am Ende der Woche, am Freitag, dann eine sehr genaue Vorstellung davon haben, was wir am Wochenende machen wollen, was uns erwartet. Und das wird dann auch unter der Woche, wie gesagt, ist immer ein Prozess auch ins Training mit reingenommen. Was ist das denn dann für ein Pensum? Also wie viele Minuten schaut ihr, beziehungsweise wie viel schaut ihr auf den Bildschirm? Das hört sich auf jeden Fall schon nach sehr viel an. Die Bildschirmzeit. Könnt ihr direkt mal auf einem iPhone checken. Ich glaube, das kann man so genau, oder das wollen wir so genau gar nicht beziffern. Das ist immer unterschiedlich. Lucky guckt beispielsweise extrem viel Training. Ich gucke extrem viel Gegner. Dann kommt natürlich das eigene Spiel noch mit dazu. Wir haben letztes Mal so ein bisschen das durchgerechnet. Also du kommst alleine an der Anzahl von Bundesligaspielen so circa, mach mich jetzt nicht fest, so auf 160 Spiele, die du guckst, nur was Bundesliga betrifft pro Saison. Und dann war natürlich die letzte Saison extrem lang, da kommt natürlich noch viel, viel mehr dazu, auch an individuellen Themen. Also das ist schon wirklich eine große Summe. Ne? Plus
Das eine Thema ist ja immer dieses Videothema, sage ich mal, und das andere ist dann auch das Datenthema, das kommt ja dann auch noch dazu. Ja, und Europa League ja wahrscheinlich auch gerade dann nochmal Gegner, die vielleicht auch nicht so bekannt sind, wo es dann wahrscheinlich nochmal intensiver ist. Ne? Wenn ich jetzt an mich denke, als Datenleihe sozusagen und meine App öffne und Spieldaten mir anschaue, dann sind das Zweikampfquote, Passquote etc., Ballbesitz. Sind das überhaupt Daten, die euch was bringen? Lucky. Ja, das ist sehr rudimentär, was du beschreibst. Das sind Sachen, die natürlich jetzt schon lange erhoben werden. Also uns interessiert eigentlich keine Passquote oder nicht unbedingt eine Torschussquote oder sowas, sondern wir sprechen dort von leistungsrelevanten Faktoren. Also wir nennen die KPIs. Ja. Und diese KPIs wir haben natürlich eine ganz große Anzahl an KPIs, weil wir auch einfach eine Unmenge an Daten haben. Also 3,6 Millionen Daten werden erhoben pro Spiel. Wenn du das mal hochrechnest, dann siehst du, wie viele Daten zur Verfügung stehen und was man daraus machen kann. Und das ist natürlich gegnerabhängig auch, was du dann wirklich davon nutzen möchtest. Aber wir haben so ein paar Standardwerte, die wir einfach immer benutzen. Was sind die Standardwerte? Uns interessiert zum Beispiel immer Abwehrhöhe, Angriffshöhe von uns, vom Gegner zum Beispiel. Es sind ganz verschiedene Dinge, die wir wirklich jedes Mal haben wollen, aber die wir auch speziell auf den Gegner zu rechnen oder uns anschauen. Und ja, diese Dinge werden halt dann ausgewertet. Ja, und sicherlich ist es ja auch wahrscheinlich, variiert es nochmal von Trainer zu Trainer oder Spielphilosophie zu Spielphilosophie. Ja. Wie ist jetzt die Zusammenarbeit mit Xabi Alonso und auf welche Daten legt er Wert? Wie geht er das an? Ja, ich meine, du hast ja gerade angesprochen, das ist ein gutes Beispiel. Wenn man damals sieht, bei Peter Bosch, absoluter Ballbesitztrainer, und wenn man dann sich natürlich auf gewisse KPIs fokussiert, weiß ich nicht, zwischen den Linien, Ballferne, Halbräume, einfach auch die Summe in Minuten an Ballbesitz etc. und das dann jetzt vergleicht mit anderen Trainern, wie beispielsweise dann auch Xabi, wo das alles ein bisschen dann ja, differiert. Ja. Xabi ist ein Coach, der dann auch vielleicht ein bisschen mehr auf Wert auf Defensive legt, dem das auch wichtig ist, eine gewisse Kompaktheit immer an den Tag zu legen. Ich weiß, das möchte jeder Trainer immer so haben, aber so sind nun mal die Unterschiede vom einen zum anderen Trainer. Und so entwickeln sich dann natürlich auch andere Schwerpunkte. Ja, also das heißt auch in der Datenauswertung, sprich Kompaktheitswerte, ja, wie weit ist die Angriffslinie von der Verteidigungslinie entfernt, in Tiefe und Breite beispielsweise. Wie sehen Druckwerte aus? Beispielsweise unter Peter Bosch waren die Druckwerte, wo wir Druck auf den Gegner ausgeübt haben, immer sehr, sehr hoch. Die sind jetzt zuletzt unter Gerardo Seoane oder auch unter Xabi etwas geringer gewesen, weil eben viel mehr Fokus auf die Kompaktheit gelegt worden ist. Und so differiert das einfach vom Style of Play her, vom Trainer zu Trainer, wie das auch am Ende natürlich von Verein zu Verein variiert. Ja. Wenn wir jetzt konkret auf den Spieltag schauen, einmal kurz eure Rollenverteilung. Ich meine, du bist oben, sage ich mal, Richtung Pressetribüne anzufinden und du sitzt unten auf der Trainerbank. Wie ist da eure Rollenverteilung? Lucky. Ja, ich bin, wie du schon sagtest, oben auf der Tribüne, habe dort einen anderen Blick als die Trainer unten auf der Bank. Das Gute bei uns beiden ist, wir sind verkabelt miteinander, also wir können miteinander sprechen, haben eine Funkverbindung und wir sind über Video auch verbunden. Also alles, was oben bei mir in den Computer reinläuft, bekommt Marcel auch automatisch unten an die Bank. Also jeden Tag, den ich setze, jede Szene, die ich schneide sozusagen, jeden Kommentar, den ich reinschreibe, bekommt der Marcel unten auch. Das Gute ist, dass es halt keine One-Way-Kommunikation ist, sondern dass Marcel auch mir Sachen zurufen kann von unten. Wenn er sagt, pass auf, dem Trainer ist jetzt das und das total wichtig, er hat gerade was reingerufen oder hat mir einen Hinweis gegeben, dann kann ich da auch vermehrt wieder drauf achten, sodass wir dann wirklich auch nach dem Spiel oder während des Spiels und vor allem dann auch direkt nach dem Spiel die Inhalte haben, die wir haben möchten. Und es beginnt ganz oft direkt nach dem Spiel, dass die Trainer in den Bus kommen, in den Mannschaftsbus und sagen, so, lass uns das und das nochmal anschauen und wir haben dann die Sachen parat. Das ist halt auch, wie du am Anfang richtig sagtest, dadurch, dass wir ganz gut eingespielt sind und wissen, wie der andere arbeitet und wir mittlerweile auch immer besser natürlich den Trainer verstehen, also das kommt ja auch mit zunehmender Zeit, können wir das, glaube ich, ganz gut abdecken. Mhm. Und genau, das ist meine Aufgabe und Marcel halt als, kannst du selber erzählen, auf der Bank. Ja, das ist immer ein Zusammenspiel von vielen Faktoren, ne? Also Lucky als jemand, der oben sitzt, die Vogelperspektive hat, wir unten, also ich sage mal, wenn ich das so beschreibe, du hast unten, du kriegst viel mehr von der Intensität mit. Du hast ein besseres Gefühl für den Moment, muss ich jetzt wechseln oder nicht. Das ist immer anders, als wenn du oben sitzt. Das heißt, wir haben den Eindruck dann von oben über diese Vogelperspektive. Wir haben unseren eigenen Eindruck, versuchen unsere Erfahrung natürlich immer mit einzubringen.
Also auch wir beide, wir haben jetzt ja, nahezu 1000 Spiele, Pflichtspiele schon mitgemacht. Also ich glaube, das ist schon eine ganz große Summe. Meistens mehr als viele Trainer, die hier hinkommen. Und von dem her versucht man da hier und da dann mal punktuell auch wieder gefiltert seine Erfahrungen einzubringen, auch Informationen natürlich am Ende zu liefern. Für die Halbzeit sehr dosiert. Aus der Erfahrung her meistens eigentlich eher individuell oder auch in kleinen Gruppen, nicht vor der Gesamtmannschaft, weil meistens betreffen viele Themen nicht alle. Das kann auch mal vorkommen. Aber wie gesagt, sehr, sehr dosiert. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass die Spieler an der Stelle dann nicht überfrachtet werden und dann, wie Lucky auch sagte, dann ja, nach Abpfiff, dass wir sofort alles bereitstellen können, was zum einen das Video betrifft, was Daten betrifft, auch zu gucken, okay, wo waren Trends, wo waren große Abweichungen. Ja, am Ende geht es immer um Effektivität bei diesen ganzen Themen. Wenn wir in englischen Wochen sind, haben wir nicht viel Zeit, dann muss es schnell gehen, dann muss man eingespielt sein. Vielleicht noch abschließend, weil du gerade gesagt hast, das Trainerteam kommt dann oft schon auf euch im Bus zu und fragt nach bestimmten Szenen etc. Wie ist es mit den Spielern? Also was erwartet ihr auch von den Spielern, was Nachanalyse etc. angeht? Ja, es ist unterschiedlich, ne? Also es gibt, wie in jeder Gesellschaft, ist eine ganz heterogene Truppe. Also die einen interessiert es mehr. Es gibt Spieler, die wollen direkt nach Spiel auch ihre Szenen schon haben. Und es gibt Spieler, die beschäftigen sich weniger damit und wollen entweder das ganze Spiel sehen oder vielleicht auch gar nicht, warten auf die Analysen, die wir mit der Mannschaft machen im Nachhinein. Völlig unterschiedlich. Also von bis. Aber am Ende ist es auch immer, das ist eine Erziehungssache. Also viele Jungs oder fast alle kommen mittlerweile vom NLZ. Ja, du hast viele junge Kerle, die haben dann ihre ganzen Social-Media-Themen, die sind es gewohnt, zu Hause dann auch ihre Konsolen zu spielen. Das heißt, die ganze digitale Welt, die um sie herumfliegt, ja, die sind das einfach gewöhnt. Ja, und dadurch fordern die natürlich dann auch, hey, ich brauche jetzt die Szenen nochmal, Jonas Hoffmann, ich brauche die Szenen jetzt nochmal auf meinem Endgerät. Ja, und ja, es wird mehr, sagen wir mal so. Wenn ich das vergleiche mit von vor 15 Jahren, wo das Thema auch gerade erst so ins Rollen gekommen ist, ist anders geworden. Die Verfügbarkeit ist anders, ist alles schneller geworden. Ab und zu ist ja teilweise so, die Jungs kommen dann nach dem Spiel rein und gucken dann selbst schon irgendwie irgendwelche Highlights im Internet sich an, und um abzugleichen. Ja, ist alles schnelllebig geworden, aber ich glaube, wir sind da ganz gut aufgestellt hier. Wir sind sehr innovativ unterwegs bei Bayer und können dem Tempo Schritt halten. Das hört sich gut an. Auf jeden Fall wird es nie langweilig. Ich würde sagen, wir stoßen einmal zum Schluss noch an und hoffen, dass das letztendlich jetzt eine erfolgreiche Woche wird. Pokal war erfolgreich. Ich hoffe, ihr mögt's. Bestimmt. Und dann sage ich danke euch und viel Erfolg für die Woche. Danke auch.